Ach hier Leute, ja, jetzt geht's los. Hier habe ich ja angekündigt, jetzt gibt es einen Messerverkauf bei mir auf dem Kanal. Ich möchte erstmal meinen Abonnenten die ganzen Messer anbieten, bevor ich sie bei der Victorinox Freundegruppe reinsetze oder vielleicht sogar bei eBay. Ja, ich trenne mich schweren Herzen von vielen Messern, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind auch richtig gute dabei. Aber es gibt im Leben Sachen, die haben einfach Priorität. Und deswegen müssen die jetzt gehen. Jo. Fangen wir mit dem ersten Mal gleich an. Also ich zeige jetzt nur mal die Messer. Ich habe jetzt die ganzen Boxen natürlich nicht da. Ne? Also es kann sein, dass ich bei manchen Messern keine Box habe. Ich sage aber im Video, dass ich, wo ich diese Box, glaube ich, dabei habe. Ich glaube schon. Schauen wir mal. Ja, Leute, das erste, was ich hier habe, ist das Paramilitary 2. Ja, das, wenn man das wegputzt, ist das weg hier. Ja, das Para 2 ist ein echtes. Kann man alles hier sehen. Ja, ist auf jeden Fall ein echtes. Macht ihr euch keinen Kopf. Hier abgerundet. Hier fällt es nicht zu stark ab. Das Jimping läuft bis zum Schluss aus. Bei den Fälschungen fehlen da 3-4 Zacken. Hier die Standoffs ist genauso groß wie das hier. Bei den Fälschungen nicht. Und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall ein echtes. Das gebe ich ab. Ja, ich habe gedacht, also alle Preise, die ich hier sage, sind Nettopreise. Das heißt, ihr könnt mich anschreiben, wenn ihr natürlich Bock habt, welchen Versand ihr wählen würdet oder möchtet. Ich würde jetzt sagen, zu jedem Messer, was ich versende, kommt 5 Euro Versand dazu. Okay? Also ich möchte für dieses Messer, weil es, ja, es ist, ich habe mal ein bisschen mit einem Brötchen geschnitten. Ich war auch mit draußen, ich habe es oft in der Hosentasche gehabt, aber vom Clip her sieht man eigentlich nichts, dass der irgendwie Abrieb hat. Hier ist eine kleine Macke drin. Ja, also ich sag mal 120 Euro. 120 Euro für das Paramilitary 2. Da habe ich übrigens die Originalbox, die gibt natürlich, bekommt ihr dann natürlich. So, schweren Herzens werde ich mich von meinem F1 trennen. Ja, das ist nagelneu, das stand wirklich nur in der Vitrine hier mit dieser Lederscheide. Ja, stand nur in der Vitrine, ist nagelneu, habe ich Originalverpackung dabei, wird auch komplett original eingepackt. Für dieses Messer hätte ich gerne 170 Euro. Ja, wenn, viele werden sich fragen, oh, warum das Paramilitary 2? Ja, ganz klar, ich habe dieses mir gekauft. Und das Messer ist einfach doch noch eine Nummer geiler. Geiler als das Para 2. Es wird wieder ein Para 2 kommen. Davon bin ich überzeugt. Ich bin einfach ein Depp gewesen, dass ich zu Weihnachten nicht zugeschlagen habe, dieses mit den roten Schalen, mit den roten G10-Schalen. Das ärgert mich heute. Aber so ist halt das Leben. Jetzt kostet irgendwie in Amerika 300 Dollar. Aber das zahle ich natürlich da nicht mit. Also 170 Euro plus 120 Euro. Jetzt kommen ein paar Victorinox-Messer. Hier das Wenger Hardwood, heißt es, glaube ich. Ja, nagelneu, stand in der Vitrine, sieht man auch noch das Öl, habe ich noch nie was mit gemacht. Gibt es auch Originalverpackungen dazu. Dafür möchte ich 110 Euro haben. Ja, von meinem Multitool möchte ich mich trennen, von dem Black. Da gibt es auch die Originalschale dazu, Schachtel. Ist auch nichts mitgemacht worden. Stand auch nur in der Vitrine. Die Klinge von dem Multitool. Ähm,
hat hier eine kleine, sieht man hier vielleicht, kann man das sehen, hier so kleine Streifen drin, die waren aber schon in diesem Multitool. Das kam so an. Also ich habe die da nicht reingemacht. Ich weiß nicht, ob man sieht. Na, ich kriege es nicht fokussiert. Vielleicht jetzt. Schauen aber ansonsten ist das auch total komplett funktions. Das am besten finde ich ja immer bei diesen Multitools das hier. Achtung. Klack, klack. So, ja, war cool. Ja, muss leider auch gehen. Kommt in der Original-Pouch zu euch. Für das Messer oder für das Multitool hätte ich gerne, keine Ahnung, 130 Euro. Ich denke, das ist ein fairer Preis. Ich weiß nicht, wie ich es hinlegen soll, Leute. Ich lege es mal so hin. Schauen wir mal, ob es so besser ist. Dann kann man es vielleicht noch mal sehen. Naja, nicht so viel Platz. Okay, dann geht es weiter hier mit ganz normalen Victorinox-Messern. Also hier dieses Huntsman in dunkelblau, Camo-Fun in blau, 45 Euro, also Porto kommt dazu, sind dann 50. Das habe ich dann nochmal in grün, auch 45 Euro. Hierfür möchte ich gerne 50 Euro haben, weil dieses alleine die Schalen kosten schon 30. Hier hätte ich gerne 50 Euro dafür. Sind alles neu, also sind keine gebrauchten Messer, standen nur in der Vitrine. Ja, dann habe ich hier ein Solo. Davon trenne ich mich auch sehr ungern, aber ist halt einfach so, das Solo hat Cuscadi Carbonschalen mit gelben Linern. Das hat alleine schon 75 Euro gekostet, nur die Schalen. Also ich würde mal sagen, 65 Euro und das Messer ist eigentlich dann umsonst. Also 65 Euro, wenn es jemand haben möchte. Gut, wo lege ich das jetzt hin? Bitte. Hier. Gut, dann geht's weiter. Hier, das sind ganz normale Hansmänner mit neuen Griffschalen. Also, wer es haben will, ist auf jeden Fall hier mit Kugelschreiber, mit Plusschalen. Dafür hätte ich gerne, boah, keine Ahnung. Ja, weil die sind neu, ne? Da ist nichts mit. Also, die sind nagelneu, die Teile. Das sind nagelneu. Ich sag mal 20 Euro plus 5 Euro Porto. Ich denke, das ist fair. Kostet ja auch neu so viel, also machen wir 18 Euro. Machen wir 19 Euro. Machen wir 18. 18 Euro, okay? Plus 5 Euro Porto. So, dann haben wir hier noch auch noch eins. Das ist auch ein Huntsman, auch für 18 Euro. Hier ist sogar noch, das ist ein altes. Na komm, Fokus. Komm doch, Fokus. Fokus. Hier mit Stainless Steel rostfrei. Davon möchte ich, dafür will ich 20 haben. 20 Euro. Hier in Spartan in Orange. Nagelneu. Sieht man auch, Griffschalen sind perfekt. Hierfür hätte ich gerne 15 Euro. Weil es eben orange Griffschalen sind, die kriegt man einzeln nicht. Hier in Huntsman auch 18 Euro. Ja, das Lanyard mache ich ab. Derjenige, der es vielleicht kauft, kann ja sagen, was er haben möchte. Dann habe ich hier noch ein Victorinox Explorer. Hier mit der. Dafür möchte ich auch 20 Euro haben. Dann habe ich hier noch einen Wenger. Hier mit ja. Nagelneu. Stand. Na, das stimmt nicht. Hier sind, da bin ich mal mit der, hier mit der Feile, die da dabei ist, bin ich mal an die Klinge gekommen. Und deswegen hat die Klinge
Weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann. Wartet mal. Kann man kaum sehen, ne? Seht ihr da? Da sind drei, vier Kratzer. Ansonsten ist das nagelneu. Boah, ich sag mal auch 18 Euro. Na, 20. Die sind nämlich teurer als Victorinox. Die sind einfach teuer. Machen wir 20 Euro. Weil es ist neu, den drei Kratzern. Ja, dann haben wir hier noch so ein Holzmesser. Wenger Holz, auch neu. Jo. Mal 15 Euro weg damit. So, das war's. Ja, wenn einer Lust hat, ihr könnt zahlen mit Überweisung oder PayPal. Ich werde hier unter dem Video meine E-Mail-Adresse schreiben. Wer Bock hat, soll mich einfach anschreiben. Und ich denke schon, dass das faire Preise sind. Ja, es ist einfach so im Leben. Manchmal muss man Prioritäten setzen und jo. Ich habe ja ein schönes. Ja, es gibt einfach Messer, die sind einfach unverkäuflich. Und das habe ich aber auch zum Para gesagt. Aber zum Beispiel habt ihr ja gesehen, das Sage 2 habe ich, glaube ich, mit den Titangriffschalen. Das ist meine Safe Queen, ey. Die geht niemals weg, weil das habe ich so geliebt. Das ist so ein schönes Messer. Mal sehen, ja, es sind wirklich einige Messer, die jetzt gehen müssen. Warte mal, ich muss mal gerade gucken, ob es nicht noch irgendwo welche sind. Nö. Das war's. Okay, Leute, wäre schön, wenn viele weggehen oder wenn alle weggehen würden. Ja, wie gesagt, ich brauche die Kohle für was anderes. Leider ist es so, ich kann es nicht ändern. Aber ich habe ja noch ein paar Messer. Es ist ja nicht so, dass jetzt alles gehen musste. Klar, hier das F1, traurig. Para 2 kommt sicherlich irgendwann wieder, weil das ist einfach ein geiles Messer. Aber wahrscheinlich nicht in der All-Black-Variante. Warten wir es mal ab. Okay. Ich schreibe natürlich noch drunter die Preise. Wer Lust hat, soll sich einfach melden. Würde mich freuen, wenn alle weggehen. In diesem Sinne. Noch zum Gruß an den Andreas, an den Black Scorpion. Er hat mir ja die Messer zugeschickt für die Versteigerung. Er soll sich da, mach dir da keinen Kopf, Andreas. Die liegen noch hier rum. Die werden auf jeden Fall nicht benutzt. Die liegen auch in der Vitrine und die gehen auf jeden Fall für einen guten Zweck drauf. Hab noch ein bisschen Geduld und ja, mach dir keinen Kopf. Alles wird gut. Okay? Mach's gut. Tschüss, Jungs. Haut rein! Die müssen weg, die Messer! Tschüss, macht's gut, ciao.